So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dark Messiah of Might and Magic. Ich bin's wieder, euer Neuländer, und wir stehen davor, ja, vor einem Lagerhaus. Und wir sind kurz davor, in dieses einzudringen. Wir haben zwei Möglichkeiten: entweder kämpfen wir, holen uns den Schlüssel von einer der Wachen, soweit weiß ich, erinnere ich mich noch, oder wir versuchen uns über die Kanalisation und nehmen den verstohleneren Weg. Ich persönlich bin mehr der Mensch fürs Grobe, ich würde gerne kämpfen. Und weil ihr hier jetzt leider zuguckt, müsst ihr damit leben. Was ist das für ein Schatten, Alter? Kommen wir da nochmal hoch? Nein, kommen wir natürlich nicht. Aber hier kommen wir hoch. Nein, da kommen wir auch nicht hoch. Nee. Stör. Aha. Aha. Komm schon, Sarah, hör auf, rum zu spacken und. Ja, und jetzt? So. Einmal. Da, ich bin ein toter Mann, alles klar. Na? So. Eine gute. Und die anderen kriegen nichts mit? Finde ich schön. War das nicht der Kopf? Also bitte. Also bitte, ja? Bitte, lass dich mal am Kopf. Guck mal her, ein bisschen tiefer. So. Geht doch. Schöne Sache, Harry. Schöne Sache. Wir warten jetzt mal, bis da vorne einer um die Ecke kommt. Wir machen den gemütlichen Kampf. Haben hier noch einiges an Pfeilen. Und wir warten. Und wir warten. Mensch, der Neuländer zieht das LP in die Länge. Hm. Na komm schon. Ach, deswegen musst du jetzt neu ziehen. Hm. Ja, da stehen zwei. Nein, nur einer, das ist der Schatten. Können wir da durchschießen? Können wir? Nein, können wir nicht. Okay, gut, wir kämpfen also weiter. Ah, das ging schnell. Achso, ne, der ging nur zu Boden. Ich dachte, der wäre tot. Das ist ja schade. Ja, so. Oh, die Lagerhauptschüsse. Schön. So viel zum Kämpfen. Oh, warte mal. Ein Kurzschwert, ein Bogen, Küche. Da, das wollte ich. Ja, komm in die Nahkampfwaffe, mein Guter. Zack. Und so. Denk mal drüber nach, ja? Und du auch. Denk drüber nach. Und wir heilen uns nochmal schnell. Oh. Ja, oh, oder so. Mach dir ein paar warme Gedanken, mein Guter. So, wir könnten rein theoretisch jetzt ins Lagerhaus schauen. Ich schaue erstmal, was in dieser Truhe ist. Ein gebackenes Brot. Gebackenes Brot und Mana-Trank, schön. Zwei Pfeile. Ach, das sind die, die wir verschossen haben. Ah. Ah, nee. Ich wollte nicht springen. Schön, dass wir auf der Leiter ein bisschen weniger sichtbar sind. Denn, ah klar, natürlich. Jetzt mehr. Das hast du auch gehört, oder? Du da, das hast du auch gehört. Ja, schön. Schön gemacht. Ein Heiltrank. Und ein Langbogen. Und ein Assassinengewand. Hat sich doch gelohnt, dass wir hier nochmal. Und Flaschen mit Bärensaft. Oh. Wir können nicht mehr Flaschen mit Bärensaft haben. Wir essen einfach ein bisschen davon. Zack. So.
und das Assassinengewand haben wir schon an. Okay, das machen wir mal hier hin. So, da kriegen wir nämlich Verstohlenheit 1. Und Rüstungsgrad plus 1, verbesserte Verstohlenheit. Hm. Wir haben einen besseren Bogen bekommen. Zack. Den brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir nicht mehr. Den Schlüssel, ja, genau, lass mal. So, dich nehmen wir mit. Da kommen wir nicht durch. Wir müssen ab jetzt nämlich zum Lagerhaus. Oh, und die haben den Pfeil einfach gerade mal mitgenommen. Mal schauen, wie viel haben wir jetzt? 90 Stück. So, und, nein? Oh. Das war klar. Also die Sachen mit den Leitern haben noch nicht so ganz funktioniert. Machen wir so. Achso, ja, damit hätten wir auch noch Gegner erwischen können. Hier mal Heiltrank, noch ins Brot. Hm. Ja. Guck mal hier. Okay. Auch gut. Ah, da ist noch ein Pfeil. Den nehmen wir mit. Ich würde gerne hier aufs Dach. Und hier aufs Seil. Wir springen von hier aus. So. Jetzt sind wir hier oben auch noch. Nehmen wir das hier noch mit. Steinhauttrank. Den Steinhauttrank brauchen wir gerade nicht. Ein Hammer tun wir auch noch weg. Ein Schmiedehammer. Werden wir vielleicht später brauchen. Ja, Schlüssel erforderlich. Und du? Was war das? Versuch nicht zu fliehen! So, einmal den. Komm schon, denk drüber nach, ja. Lass dich nicht so in die Ecke drängen, mein Guter. Das war ein Instant. Schön. Und bleib liegen, ja. Braucht man nicht. Braucht man nicht unnötig Stress machen hier. Da würde ich gerne noch vorbeischneiden, was hier so Schönes hat. Jetzt nix. Hier ist auch nix. Hier ist auch nix. Ja, schade. Ich hätte jetzt gehofft, dass es da. Wir warten einfach mal, bis beide wieder kommen, ne? Würde ich sagen, oder? Zack! Girl, I wanna take you to a gay bar. I wanna take you to a gay bar. I wanna take you to a gay bar. Komm schon, bleib liegen. Bleib liegen, komm, tu dir den Gefallen. Tu dir den Gefallen und bleib einfach liegen, ja? Taucht keiner. So. Da kommen wir nicht rein. Achso, wir hätten von der anderen Seite kommen müssen. Und hier ist der Innenhof. Und hier geht's vermutlich weiter. Gebackenes Brot, Mana-Trank, Flaschen mit Blaubeersaft. Einige gekochte Rippchen. Nom 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 nom. Wir essen einfach alles, was wir kriegen. Wir haben einfach Hunger. Und weil wir irgendwie sind der Dover-Team. Nein, da wollen wir nicht. Und da wollen wir nicht kommen. Einer der Leute hier sollte scheinbar einen Schlüssel dabei haben. Ein Leichnam. Kurzschwert. Nö. Falltürschlüssel. Geht doch. Nee. Ah, Aufgabe erfüllt. Fertigkeitspunkt bekommen. 2 Stück haben wir jetzt wieder. Dann schau doch mal, was sie haben. Magische Affinität.
Maximales Mana werden wir auf jeden Fall brauchen wegen dem Heilen. Ganz, ganz sicher ermöglicht einen festen Griff von Übungen, was Schüsse zielgenauer macht. Wäre auch nicht schlecht. Dann würden wir zumindest nicht mehr so rumeiern. Verstohlenheit. Nochmal. Vier Punkte. Was ist denn Zähigkeit? Ich glaube, den Feuerball holen wir uns noch. Einfach der Vollständigkeit halber, weil es gibt nämlich viele Situationen. Richtig. Wenn du zu Tode kommst, wird dein Vater äußerst verärgert sein. Du kennst meinen Vater? Du, oh ja. Hast mich beim Reden unterbrochen? Ich habe ihn kennengelernt. Wir haben scheinbar keinen so guten Draht zu unserem Papa. Den kennen wir scheinbar noch nicht. Aber irgendwie kennt sie ihn. Oh, schau mal, das ist ein schöner... Hey, hast du von den Mädchen im Haus des Zauberers gehört? Die kleine Blondine? Was ist mit dir? Stell dir vor, ich habe Arandir belauscht, als er sagte, sie sei in die Prophezeiung verstrickt. Der dunkle Messias und so. Was? Diese alte Lehrerin, er ist allein gestirbt? Genau, wenn man das Gefängnis des Dämonen... Achso, hier haben wir eine Schmiede. Ein Hammer. Küche? Was ist denn noch? Buch der Drachenschmiede, Stahlbarren. Oh. So. Ja. Ah. Aha. Wir machen also ein kleines Learning by Doing. Wir können aber auch einfach das Buch lesen, Stahlbarren. Buch der Drachenschmiede. Kapitel 3. Die gut geschmiedete Klinge. Wählt das Metall für den Rohling. Nehmt nicht reines Eisen, da dies eine arkane Waffe werden soll. Für eure Zwecke eignet sich Stahl, doch Flammengold ist das beste Material. Legt den Barren eurer Wahl in den Schmelztiegel. Senkt den Tiegel über das Feuer. Achso. Versichert euch, dass das Feuer wieder Atem von Arkad brennt. Nun nutzt den Blasebalg, um die Hitze zu steigern. Schiebt den Tiegel über die Gussform und gießt das geschmolzene Metall hinein. Die Gussform sollte in einem kleinen Wassertank liegen. Zum Anheben des Wasserstandes zieht am Hebel und mit Schalassas Segen wird die Waffe gehärtet. Gut, machen wir. Den Hammer haben wir ja schon. Was ist das denn? Ah. Warte, dann müssen wir erstmal den Stahlbarren da rein tun. Den Kampfstab brauchen wir nicht. Machen wir das so. Den brauchen wir wieder. Na komm. Achso. Okay, gut. Dämon jetzt da rein. So. Das ist eingeschmolzen. Wir lassen das Wasser rein. Eine Klinge. Mit dieser Klinge gehen wir jetzt. Aha. So, wir müssen erst die Klinge erhitzen. Jetzt. Ihr hämmert die Klinge in vor. Ein Langschwert. Wir können auch ein Langschwert nehmen. Schaden plus 1, Schaden 3, erfordert Nahkampf 1. Wir probieren mal das Schwert. Ich habe ehrlich gesagt, als ich das gespielt habe, das Schwert nicht gehabt. Das gefällt mir doch ganz gut. Nehmen wir. Und wir drehen. Mal schauen, vielleicht finden wir hier was. Hallo. Du wirst es nicht schaffen. Ich werde es nicht schaffen. Ist in Ordnung. Ring der Arkan Brillant. Ihr habt gerade euren ersten magischen Ring gefunden. Ein magischer Ring muss sich in eurem Inventar befinden und getragen werden, damit er seine Wirkung entfalten kann. Wer hat, dass ihr jeweils nur einen Ring tragen könnt? Also wählt weise, je nachdem, gegen welche Feinde ihr gerade kämpft. Erhöht maximal Mana um 10.
Schön, nehmen wir. Nehmen wir. Den Hammer behalten wir mal. Hey, hast du gehört, was Bennett passiert ist? Nein, aber ich habe ihn schon eine Weile nicht gesehen. Spinnen. Das gefällt mir echt nicht, dass sie mir so folgen, ey. Boah. Ernsthaft? Boah. Spinnen. Die werden in diesem Spiel nochmal vorkommen und ich werde kotzen. Ich werde... Boah. Seid gewarnt. Das wird echt nicht schön. Mhm. Einmal. Genau, noch. Rühr dich nicht, Kumpel. So. Komm, bleib liegen. Das ging schneller als ich dachte. Irgendwie cooler als mit den Dolchen, habe ich so das Gefühl. Einmal links, einmal rechts. Links, rechts, links, rechts. Bleib liegen. Essen. Nom, 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 nom. Eine Spitzhacke. Nehmen wir mal mit. Wer weiß, es ist ein Rollenspiel, also. Vermutlich werden wir damit irgendetwas abbauen können. Vermutlich, eventuell, möglicherweise. Hallo. Geh nach rechts. So, einmal. Und zweimal. So, mein Guter. So ein Spruch und Kieferbruch, ja? Zack! Bleib liegen. Schlaf eine Runde. Was ist das hier? Oh, Wein. Und ein Leichnam. Wollte ich nicht. Handschriftliche Nachricht und Giftgift. Gegengift. Gegengift wird wichtig. Oh, Gegengift wird richtig wichtig. Handschriftliche Nachricht. Wie wir letzte Woche beschlossen haben, werde ich euch helfen, ins Lagerhaus und in die Stadt einzudringen. Ich warte morgen um Mitternacht in der Höhle. Wenn ihr meine Belohnung mitbringt, bekommt ihr alles, was ihr braucht. Macht euch keine Sorgen, ich kann ein Geheimnis für mich behalten. Und er hat dieses Geheimnis mit ins Grab genommen. So, Dolche, wir haben irgendwo da. Giftchris. Schaden plus 2 magische Angriffe, giftige Gegner, vermittelt Kraftstreich, kann ein magischer Angriff ausgeführt werden, sobald die Waffe aufgeladen ist. Auch nicht schlecht, das wäre dann im Grunde die verbesserte Version, ne? Wie das Langschwert zum Kurzschwert. Ah, da geht's hoch. Ich weiß noch nicht, wo es weitergeht. Ich fürchte, hier geht's dann weiter. Ah, von hier kommen wir! Na dann geht's hier weiter. Ring des Waffenmeisters. Kettenpanzer. Was haben wir denn da alles jetzt gesammelt, sag mal? Assassinengewand. Zähigkeit 1, Rüstungsgrad. Zähigkeit 1. Das ist dann das hier. Schön viel. Viel, viel Rüstung. Was haben wir hier? Erhöht die Wahrscheinlichkeit für einen Glückstreffer. Doppelter Schaden. Ich glaube, das maximale Mana bringt uns derzeit noch etwas mehr. Was haben wir da? Naga Seidenschwert. Schaden plus 3 erhöht Wahrscheinlichkeit für einen Glückstreffer. Doppelter Schaden um 2%. Erfordert Glückstreffer. Waldbrecher, Mana, ne? Bitte. Stärke. Glückstreffer. Das hier, ah. Hm. Also unser Schwert ist da noch ein Ticken besser. Also momentan. Für den Preis. Oh, ein Köcher und ein Gegengift. Schön.
Gefällt mir gut. Wo geht's denn dann jetzt hier bitte weiter? Von wo kamen die denn bitte? Müssen wir den ganzen Weg hier wieder zurückstapfen? Oh Mann. Hier nicht, da nicht. Hier würde ich ja mal sagen, was ist das denn? Achtung, pass auf, wenn er die Zellen öffnet. Die Dorfbewohner versuchen immer noch zu fliehen. Ja, natürlich versuchen die Dorfdöner versucht zu fliehen irgendwann, ja? Wisst ihr das? Ja, das ist Arantir. Hier geht's weiter. Er ist mächtiger als alles, was du bisher gesehen hast. Sieh mal da, sieh doch. Er öffnet ein Portal zwischen dem Bau der Nekromanten und den Tunneln hier. Dazu braucht man besondere Kräfte. Scheint im Laufe der Zeit abgenommen zu haben, als sie je ihren Ruf entsprochen hat. Dir, Asche, der Achtköpfigen, bieten wir unser Leben an. Ehrerbietig und ohne Zögern. Mhm. Bevor wir uns dem aber stellen, machen wir hier eine kleine Aufnahmepause und sehen uns in der nächsten Folge. Man sieht sich. Dies war euer Neuländer.